Das ist Robokino mit Piraten in Turnschuhen. Das ist Robokino. Wenn ihr Bock auf Film- und Serien-Reviews habt, dann bleibt gern mit einem Abo mit dabei. Heute geht es um die neue Netflix-Serie One Piece, die am 31. August diesen Jahres jetzt gestartet ist, also brandfrisch zum Zeitpunkt der Aufnahme. Sie umfasst 8 Folgen, die so zwischen 50 und 60 Minuten lang sind. Und als Disclaimer muss ich sagen, ich habe keine Ahnung von One Piece. Ich weiß, dass es existiert. Ich weiß, dass es ein Manga ist, der, ich glaube, in den 90er Jahren erschienen ist, ein Riesenerfolg war, hat dann eine Anime-Fernsehserie hervorgebracht, die mittlerweile über 1070 Folgen hat, also abartig viel. Anime-Kinofilme gab es davon, Kurzfilme, Videospiele, es gibt halt einfach alles, eine Mörder-Franchise, und Netflix haben sich da eben die Rechte gesichert und diese Serie nun in Live-Action, also mit echten Schauspielern, produziert. Und da zittern dann viele Fans meistens. Ich werde das Ganze jetzt mehr aus der Sicht eines Zuschauers erzählen, der eben die Vorlage nicht kennt. Es geht im Großen und Ganzen, ist es eine frei erfundene Welt. Also es spielt nicht auf der Erde, es ist wirklich was ganz anderes, ein eigener Planet, Welt. Und dort ist halt überwiegend Wasser. Ein Superpirat, der Piratenkönig, der wird geschnappt und der hat wohl den größten Schatz ever versteckt. Und vor seiner Hinrichtung sagt er, ja, jetzt seid frei, geht raus, segelt, werdet Piraten und sucht diesen Schatz. Dann bricht halt einfach das Zeitalter der Piraten an. Jeder ist auf der Suche nach diesem Schatz. Und da in der Mitte, mittendrin, ist Ruffy. Ruffy ist anfangs ein Junge, man sieht ihn halt auch mal ein bisschen in seiner Kindheit, der davon träumt, einfach ein Pirat zu werden. Er hat auch ein Vorbild, den rothaarigen Shanks, der ihn aber, ja, eigentlich eher beschützen will, zurückhalten will. Ruffy dann im jungen Erwachsenenalter ist unterwegs. Er ist so positiv gestimmt. Er will der Piratenkönig werden und den Schatz, eben das One Piece, finden. Dazu braucht er natürlich eine Crew. Und da beginnt halt das Ganze. Er trifft Leute, unterschiedliche Charaktere, die teilweise sich seiner Crew anschließen, manche nicht, manche Freund, manche Feind. Es ist einfach super unterhaltsam, finde ich. Man muss noch dazu sagen, Ruffy hat einen Grund, so optimistisch zu sein und einfach voller Tatendrang. Denn ja, ihm kann eigentlich so gefühlt fast nichts passieren, denn er hat als Kind so eine seltene, vielleicht verbotene Frucht gegessen und dadurch ist er super elastisch. Ja, also quasi ein Gummimann, was er halt auch cool als Waffe ausnutzen kann. Auf dem Weg, auf seiner Reise, wie gesagt, trifft er jede Menge Widersacher auch und die werden immer super cool und stylisch vorgestellt mit ihren jeweiligen Steckbriefen. Denn das ist halt auch so ein Prestige-Ding, wie viel Kopfgeld ist auf dich ausgesetzt als Pirat. Und da gibt es halt wirklich also richtig, richtig schräge Charaktere. Und das ist jetzt halt vielleicht auch der Punkt, wo wir mal mit einer Art Kritik vielleicht anfangen. Wer One Piece jetzt nicht kennt, wer Netflix einschaltet und sagt, hey, geil, eine Piratenserie, habe ich Bock drauf, bin ein großer Fluch der Karibik-Fan, ja, das bietet sich jetzt halt mal an. So ist es nicht. Fluch der Karibik ist düsterer, es ist mehr, ich find greifbarer von den Sets her. One Piece hat da doch eher eine Kulisse, Sets, die auch wirklich künstlich aussehen. Was aber nicht heißt, dass es billig aussieht. Denn da muss man ein bisschen auch so das Filmtechnische, das Bildgestalterische mal im Auge behalten. Denn das Ganze ist wirklich genau so gewollt, wie es dargestellt ist. Die ganze Welt. Und man merkt halt einfach, dass die Crew, dass die Macher stolz auf ihre Welt sind, die sie da visuell erschaffen haben. Das merkt man halt daran, dass selbst Nahaufnahmen, Nahshots von
von Charakteren mit einem weitwinkligen Objektiv aufgenommen werden, was halt bedeutet, dass du halt noch mehr drumherum siehst und man versucht nicht die Person zu isolieren, um irgendwas zu verstecken. Sowas finde ich halt immer super spannend und interessant und erklärt dann auch manchmal so ein bisschen, wie die kreativen Köpfe hinter diesen Produktionen so ticken. Insgesamt fand ich das halt aber wirklich alles stimmig, dass es nicht so ist wie Fluch der Karibik und es versucht auch gar nicht so zu sein. Es ist sein eigenes Produkt mit eigenen übertretenen Charakteren und da dürft ihr das Ganze jetzt halt auch nicht so eindimensional sehen. Piraten sehen so aus, wie Piraten aussehen. Bei Fluch der Karibik ist das klassisch. So stellt man sich das vor. Bei One Piece halt überhaupt nicht. Und das wird auch in einer Situation deutlich, die auch ein wirklich schönes Comedy-Timing hat, in der einer der Charaktere sagt, Piraten sind Piraten und da gibt es keine Unterschiede. Und dann gibt es einen harten Schnitt und da passiert halt einfach was. Ihr werdet sehen, ich glaube, es ist sogar schon in der zweiten Folge. Da hast du den Clown-Piraten, die pinke Lady, die alle terrorisiert. Du hast ein Marine, was ist es, ist er General, mit dem Eisenkinn und mit der Axthand. Dann gibt's Leute im Anzug oder Turnschuhen und so weiter. Es ist halt einfach seine eigene Welt und ich würde euch empfehlen, wenn ihr die Vorlage nicht kennt und euch das erste Mal reinzieht, schaut euch die komplette erste Folge an und lasst euch darauf ein und nicht gleich sagen, was ist denn das für ein Kitsch, was ist das für ein Dreck. Denn insgesamt ist das wirklich ein sehr schönes, spaßiges Abenteuer, das auch absolut toll besetzt ist. Die Leute machen einen guten Job. Sie versprühen einfach diesen Spaß daran. Es sind Teile dabei, die overacted sind. Aber ich glaube, es ist doch ganz gut geworden von meinem Gefühl. Und ich musste aber trotzdem mal schauen, wie das so bei der Community ankommt. Und so oberflächlich, wie ich mal drüber geschaut habe, sind die, zumindest mal in der deutschen Community, die One Piece Fans durchaus positiv gestimmt. Und das ist doch halt auch schon mal was, ja? So werden wir alle happy damit. Dieser One Piece im Dienste von Netflix, 8 Folgen gibt es. Eine zweite Staffel weiß man noch gar nichts. Ob das kommt, das wird Netflix auf jeden Fall mal abwarten. Bei Cowboy Bebop, wie gesagt, da hat es ja leider nicht so funktioniert. Dann würde mich mal interessieren, seid ihr One Piece Anhänger? Was meint ihr dazu? Könnt ihr mir noch ein bisschen was erklären? Und wie findet ihr diese Serie? Seid ihr cool damit oder... Nee, und das ist halt auch der Punkt. Wenn ihr nicht cool damit seid, dann blendet sie aus. Und ihr habt immer noch den Manga und die Anime-Folgen und Filme. Ne? Ganz easy. So ist es. Bleibt gern mit einem Like und einem Abo dabei. Das würde mich super freuen. Und dann lesen wir uns, hören uns in den Kommentaren und sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.